Schön, dass du da bist, lieber Löwe. Es geht in diesem kollektiven Orakel um eine ganz bestimmte Verbindung. Welche das ist, lieber Löwe, das wird sich gleich zeigen, ob du mit dabei bist. Ich schaue mir das an. April 2023, ich schaue mir die jetzige Situation an und wenn du die da wieder findest und mit dabei bist in der Gruppe, dann bleib gern dran, dann kannst du aus vier Möglichkeiten auswählen, eintelig, zwei, drei, vier und je nachdem, was du ausgewählt hast, findest du dann deine Legung, was der Monat April 2023, das ist auszubringen, bereithält an Energien, an Chancen, an Herausforderungen in genau dieser Verbindung für dich und ich schaue dann auch noch auf die Energie für euch beide gemeinsam im April 2023, okay? Aber jetzt schau mal, ob du die da wieder findest, lieber Löwe. Wenn nicht, dann sei nicht traurig, das kann bei kollektiven Legungen durchaus sein. Dafür gibt es ja persönliche Kartenlegungen, dass es ganz individuell ist. Also, wenn du die da nicht wiederfindest, wenn diese Verbindung, die sich da gleich zeigt, nicht deins ist, dann schau dir Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen bzw. Venuszeichen, gell? Lieber Löwe, welche Verbindung zeigt sie? Du darfst mal reinschauen. Für meine ganz, ganz lieben Löwen. Die Qualität dieser Verbindung jetzt, die Situation, damit mein lieber Löwe weiß, ob er da mit dabei ist. Okay? Gut. Löwe, gell? Die Verbindung, um die es da geht, ist definitiv eine karmische Verbindung, also ganz, ganz starke, ja, Seelenverbindung, karmische Verbindung, schicksalshaft. Also, du weißt mit Sicherheit, wenn ich dir da jetzt sage, die Qualität, weißt du mit Sicherheit, wenn du da mit dabei bist, wenn du resonierst, ja, was da gemeint ist, weil das ganz, ganz intensiv ist, okay? Es ist ja so mit dem Karma-Kreuz, es ist ganz schwierig, da aus solchen Verbindungen rauszukommen, weil einfach karmische Verwebungen da sind, die über mehrere Inkarnationen reichen, gell? So, diese Verbindung war oder ist eine fixe Partnerschaft, Familie, ja, die aber einen kompletten Stillstand hat, beziehungsweise Pause. Das kann eine Ex-Beziehung sein, die eben nicht mehr weiterging oder eben weitergeht. Es ist definitiv Stillstand bis hin zu, ja, kompletter, also wie sage ich, es ist einfach Sackgasse, ja. Also der Karren steckt fest, ja. Ist sich jetzt wirklich so ein inneres Bild. Es ist so wie so ein Leiterwagen, ja, also so ein Wagerl, ja, oder Wagen, ja, mit eben vier Rädern und der steckt im Schlamm und es geht nicht vier und nicht zurück. Aber es handelt sich definitiv um eine familiäre Verbindung, vielleicht mit Kindern sogar. Oder eine solide, feste, offizielle Beziehung, die war oder gerade ist. Und wenn sie war, dann ging es einfach nicht weiter. Ich sage dann, aber warum? Und das steckt nach wie vor fest. Also es geht nach wie vor nicht für ihn zurück. Egal, was man tut oder getan hat. Oder du. Du bist im Moment in einer so einer Situation, dass du eine Partnerschaft eben hast und ihr seid gerade in der Megakrise, wo
wo einfach der totale Kehrtwende nötig wäre. Ja, müsste natürlich beide machen, ist klar. Aber das soll jetzt einmal eine Skizzierung sein der Beziehungssituation, die sich zeigt, wenn du da resonierst, lieber Löwe, wann eben nicht, schau dir Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Venuszeichen, gell? Dann bist du einfach halt nicht dabei in dieser Gruppe. So, was dazu geführt hat, dass man an dieser Verbindung zweifelt, bis hin zum Verschließen des Herzens, sprich einfach der Emotionen, ja? Also, dass die Emotionen gekappt worden sind, ist Herzbruch. Die drei der Schwerter. Dir wurde das Herz gebrochen oder du hast deinem Gegenüber, deinem Gegenüber, ja, das Herz gebrochen oder ihr habt es beide gegenseitig gemacht. Also mindestens einem wurde das Herz gebrochen. Ganz viel Schmerz im Herzen. Lieber Löwe, wenn du dich da wieder findest und sagst, ja, puff, ja, dann bleib gern dran und dann darfst du jetzt zwischen vier Möglichkeiten wählen. Einteilig, zwei, drei, vier. Wähle einfach intuitiv aus und dann schaue ich mal an, wie der Monat April, also welche Energien dir da in dieser Beziehungssituation zur Verfügung stehen, ja? Und dann schaue ich auf eicher beider Energie. Gut. Ich nehme nur kurz einen Schluck Tee. Herzlich willkommen, wenn du ein Teelicht gewählt hast, lieber Löwe. April 2023. Diese Situation. Im April 2023 stehen dir wunderbare Energien zur Verfügung, lieber Löwe, um weiterzugehen. Also dich abzuwenden was du von dieser Herzverschlossenheit, von dieser Sackgasse, von dieser Krise, wo also es kommt doch nichts zum Holen ist, weil es einfach so verfahren ist, weitergehen im Leben, wo es harmonisch ist, wo es ausgeglichen ist, weil in dieser Verbindung, die sie gezeigt hat, war es nicht ausgeglichen. Ich habe da wirklich eine Hinterlist. Ich habe Falschheit, ich habe Unehrlichkeit liegen. Ja. Wenn du das eine Teelicht gewählt hast, lieber Löwe, dann geht es darum, dass du dich öffnest für eine neue Chance, die sich dir bietet im Leben. Und die wird sich dir, also die ist im Feld, ja, im April 2023, sehr harmonisch, sehr ausgeglichen. Ich schaue jetzt nur auf eicher beider Energie, von der Grundenergie, die sie gezeigt hat. Von dieser schwierigen, konfliktbehafteten Verbindungssituation von euch beiden, was da geht im April. Tja, es geht darum, um die Frage. Mit dem Buch übrigens danke für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Ich freue mich sehr. So sorgst du dafür ein Stück weit mehr, dass sich dieser Kanal erweitert und immer mehr Menschen erreicht, die so hoffe ich Inspirationen erhalten.
öffnest du dich, öffnet ihr euch für diese Verbindung wieder? Seid ihr bereit, die Situation zu drehen und zwar um 180 Grad, weil da gehängt es klingt? Oder schließt ihr dieses Buch ab? Endgültig. Ein Öffnen ist ausschließlich dann möglich, wenn eine 180-Grad-Wende stattfinden würde. Und das liegt an euch beiden, lieber Löwe. Ich danke dir fürs Mitdabeisein und viel Segen für dich, Stella. Du hast zwei Teelichter gewählt, lieber Löwe. Dann heiße ich dich nochmal herzlich willkommen und ich schaue rein, welche Energien der April 2023 für dich bereithält. In dieser Verbindung, die sie da gezeigt hat, ja, also speziell auf diese Verbindung bezogen, die sie gezeigt hat, in dieser sehr herausfordernden Situation. Löwe. Die wollte aber auch noch raus. Okay. Na, schau mal. Interessant. Lieber Löwe, irgendwas in dir ist so, lieber Löwe, wenn du diese zwei Teelichter gewählt hast, dann geht es darum, im April oder im April zeigt sich eben die Energie, dass du dorthin schon darfst, wirklich endgültig eine Entscheidung zu treffen, und zwar ob du diese Verbindung, die sich gezeigt hat, da nochmal Energie hineinsetzen möchtest oder nicht. Ja, ob du einfach sagst, okay, los ist oder ich gebe Gas. Ja, ich versuche noch meinen Teil dazu beizutragen, das Blatt zu wenden. Es gehört natürlich immer ein zweites, gegenüberliegendes Person natürlich dazu, aber für dich ist, also ein Anteil in dir hat es noch nicht ganz abgeschlossen. Und der April ist so der Monat, der die Energie bereithält, zu sagen, okay, aber jetzt wirklich mal entscheide mich. Ja, nochmal Energie eingeben oder nicht. Okay? Ich schaue jetzt noch, lieber Löwe, auf die auf eure gemeinsame Energie, ihr miteinander im April 2023. Danke übrigens für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Da freue ich mich sehr, lieber Löwe, für diese Art der Wertschätzung. Ihr zwei gemeinsam, April 2023. Der Park. Es ist so, dass der April gut dafür geeignet ist, wenn ihr das beide wollt. Euch zu treffen. Vielleicht dann nochmal zu sprechen, aufeinander zuzugehen, wenn ihr das beide wollt. Es kann auch sein, wenn du sagst, Papa, wir haben gar keinen Kontakt, dass ihr euch zufällig über den Weg läuft in der Öffentlichkeit. Ja, die zwei Möglichkeiten gibt es, lieber Löwe. Lieber Löwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Mitdabeisein und bis bald, Stella. Lieber Löwe, du hast drei Teelichter gewählt, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle und ich schaue jetzt für dich in die Karten.
Der April 2023, weißt du, welche Energien dir zur Verfügung stehen in Bezug auf diese Verbindung? Worum es geht? Chancen, Herausforderungen, einfach du in Bezug auf diese Verbindung. Ja, um was geht es im April? Wo unterstützt dir die kollektive Energie des April in Bezug auf diese Verbindung, die sich gezeigt hat? Das sind zu viel. Mein lieber Löwe. Danke übrigens für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Damit zeigst du deine Wertschätzung und ermöglichst diesem meinem Kanal mehr Reichweite, die Reichweite auszudehnen. Dein Gegenüber beobachtet dich auf alle Fälle, schaut, dass er oder sie etwas herausfindet über dich im April. Hoppala. Lieber Löwe, es ist so, dass du es ist, kann sein, dass dein Gegenüber, ja, dieser schwierigen Verbindung irgendwie dir signalisiert, hey, da sind noch Gefühle da, so eine kleine Andeutung macht, aber du, geht das da mit dem Licht, ja, du nimmst das nicht an, siehst du das, wie du dich da wegdrehst von diesem Kelch, du hast auf das überhaupt keine Lust mehr, du bist, da ist einfach zu viel passiert. Es geht ja im Monat April um die Welt, sagt, einen Zyklus abzuschließen. Also es schaut eigentlich so danach aus, dass du eher dir die Energie zur Verfügung steht, okay, wenn du das abschließen möchtest, ist wirklich dieses Buch abzuschließen. Ja? Für dein Gegenüber ist das noch nicht so abgeschlossen. Ja? Und ich sehe bei dir eigentlich eine andere Verbindung, einen anderen Kontakt. Ich schaue da jetzt mal auf der Gegenüber, weil sich der oder die halt einfach zeigt, weil die dieser Mensch da doch irgendwie Interesse hat, irgendwas herauszufinden über dich, lieber Löwe. Ja, dem tut was leid von der Vergangenheit. Wie das gelaufen ist und ist eigentlich auch, da waren sehr viele Konflikte, ja, und es tut ihm leid, wie das dann gelaufen ist und wie es auch schicksalshaft gelaufen ist, ja, eben in diese verfahrene Situation jetzt. Und lieber Löwe, dieser Mensch ist auch verletzt und einfach müde, so wie das, also wie sich die Vergangenheit gezeigt hat, es dürfen extrem viele Konflikte gewesen sein und jetzt ist das komplett verfahren und steht still. Ne? Ja, aber so wie es ausschaut, bist du halt derjenige oder diejenige, die halt da sagt, okay, das, ich schließe das ab. Ja? Also so ist eher die Tendenz, zumindest so wie es war. Also wenn es weitergehen sollte, dann auf einer ganz anderen Ebene, lieber Löwe. Ja? Ich schaue jetzt nur für euch beide die Energie im April 2023. Buch, ja, für euch beide, öffnet ihr das Buch eurer Verbindung nochmals oder nicht? Oder schließt es? Darum geht's. Sollten, das ist jetzt auch noch im Feld, weil das Buch bedeutet ja, hat viele Bedeutungen und jetzt poppt auch noch diese Bedeutung auf, soll es Geheimnisse geben, unausgesprochene Dinge sollten ausgesprochen werden. Und auch eine dritte Thematik für euch beide, habt ihr etwas gelernt, jeder für sich und miteinander. Lieber Löwe, ich danke dir ganz herzlich fürs Mitdabeisein, viel Segen für dich, Stella.
Lieber Löwe, du hast vier Teelichter gewählt. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen an dieser Stelle nochmals. Und ich schaue jetzt im April 2023, welche Energien eben dieser Monat für dich bereithält, für diese Verbindung, die sie da gezeigt hat, die ja sehr herausfordernd ist, diese Beziehungssituation. Was hält der April für dich bereit in Bezug auf diese Verbindung? Danke für das Abo, für das Like und fürs Teilen von meinem Kanal, lieber Löwe. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn diese Form der Resonanz, der Wertschätzung, des Feedbacks von deiner Seite zu mir gelangt. So gewinnt dieser Kanal an mehr Reichweite. Dafür sorgst du. Danke. Gut. Löwe. Aber das ist da, dass ich das so nehme. Gut. Dieser Verbindung gegenüber, also anders tun. Im April zeigt sich eine Energie für dich, lieber Löwe, dass du, was diese Beziehung betrifft, diese Verbindung betrifft, analysierst und rational abwägst. Und dich aber dann diesem Abwägen den Rücken kehrst, also du lässt es dann hinter dir, dieses Abwiegen, und wendest dich einer neuen Chance zu. In Sachen Liebe, die Frage ist nur, ob das mit diesem Menschen ist. Ist es mit diesem Menschen, der sich in dieser Verbindung, also in, der gegenüber von dieser Verbindung, die sie gezeigt hat, oder bei Neicher? Könnte schon sein, dass du. Sagen wir so. Wenn in dieser Verbindung, die ich am Anfang beschrieben habe, extrem viel Schmerz war, und das hat sie ja gesagt, es liegen nochmal die drei Schwerter, das muss eine ganz solide, offizielle Beziehung gewesen sein, dann lässt du das Alte hinter dir und wendest dich komplett neuen Chancen zu. Ja, also die Antwort ist, du lässt dann dieses Abwiegen und Analysieren hinter dir. Also du machst es im April nur mal, so eine Art Bestandsaufnahme. Und dann wendest du dich uns vom Verstand her rational, wirklich so eine Art geistige Disziplinierung, neuen Chancen zu, damit du dieses ganze Unschöne, die ganz bösen Streitereien, der Herzbruch, ganz, ganz schlimme Verletzungen hinter dir lässt und in eine solide Partnerschaft gehen kannst. Jetzt schaue ich nur auf euch beide, also du und diese Person, die es in der ersten Legung gesagt hat. Was ist da euer Thema im April, lieber Löwe? Also falls ihr Kontakt habt, der Berg liegt ja, falls ihr Kontakt habt, dann ja, langsam, geduldig, also da geht gar nichts schnell. Es ist eine sehr schwere Energie, eine sehr langsame Energie, nichts überhudeln. Weil sonst beißt man sich die Zähne dran aus. Sehr, sehr schwer. Sehr. Das ist die Frage, ob da im April überhaupt, ja, eine, also
Eine leichte Energie ist es nicht. Also am besten da irgendwie solltet ihr Kontakt haben oder haben müssen. Es ist jetzt der Ausspruch, da die Pferde nicht scheu machen. Den Ball flach halten. Darum wird es gehen. Lieber Löwe, danke fürs Mit dabei sein und viel Segen für dich. Bis bald, Stella.